Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach, Hamburg, München in der Nähe von Murnau. Ich mache jetzt auch wieder persönliche Sessions ab 1.3. Aber heute feiern wir erstmal den Anti-Valentinstag hier auf YouTube und heute Abend auch 20 Uhr auf Twitch live. Und ich habe mir gedacht, ich hau auch nochmal einen Code raus, Anti-14 für meine Hauptmodule 0 bis 3, also ist auch die Selbstliebe-Challenge dabei, Liebeskummer, Umprogrammierung des Liebeschips, die Dating-Kurse und ebenfalls bald startend Manifestations-Challenge und den neuen Hardcore-Bindungsängstler-Kurs. Ja, das ist der Code, in die Kopfabwicklung eingeben. Dann luppt das, gell? Und wir sind ja dabei, wird ja sowieso gedatet, wie verrückt. Das dachten wir, machen wir es mal ordentlich. Arbeiten wir zusammen in einer Softwarefirma an einer, ja, so einer Art Liebeschip-Dating-Freundschafts-App. Soul Matching soll sie heißen, wenn du dich dafür interessierst. Oder vielleicht sogar zu den ersten 100 gehören willst, die da mitmischen, weil wir wollen erstmal unter uns in der Community daten. Dann kommen wir vorbei auf liebeschip.de/soulmatching. Ja, also Valentinstag, also selbst, ich meine, ich bin ja ganz gut versorgt, aber selbst ist immer noch ein Tag, der mir immer noch Schauer in die Knochen jagt, was man da so alles erlebt hat oder nicht erlebt hat oder wie blöd der Tag vielleicht manchmal war. Naja, und wir dachten, ich habe ja viel Singles unter meinen Followern hier. Wir überlegen mal, warum, was gibt es für Gründe, vielleicht nicht in einer Beziehung zu sein? Und wir haben mal 25 gesammelt und vielleicht fallen euch noch mehr ein. Schreibt die gerne in die Kommentare und wir reden dann auch heute Abend nochmal drüber. Ja, Grund 1. Du hast dein Bett ganz für dich alleine. Du hast keinen Partner, der an dir dran klebt wie Uhu. Du hast, kannst dich legen, wie du willst, du kannst dich ausstrecken, ja, du kriegst keine Arme ins Gesicht, kannst deine Temperatur einstellen, alles vom Feinsten. Grund 2, du hast Männer betreffend, musst du keine kalten Füße wärmen von deiner Frau, Männer wissen, wovon ich spreche, und für Frauen, du musst keine Bartstoppeln, keinen Bartschatten aus dem Waschbecken entfernen. Punkt 3. Du musst keine entsetzlich grausigen, sinnlosen Streits führen. Hermann? Bist du taub? Nein, nein. Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da. Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv. Punkt 4. Du hast die Macht. Worüber? Über Netflix. Du musst nicht mit deinem Partner Bridgerton gucken oder irgendwelche, ja, grauenvollen Actionkracher. Du kannst einfach gucken, was du willst. Punkt 5. Niemand kritisiert dich wegen irgendwelcher vermeintlich schlechter Eigenschaften. Also niemand sagt dir, warum zum Teufel rennst du immer mit so elendigen Adidas-Fußballjacken rum? Warum hast du keinen Bart? Warum hast du einen Bart? Warum hast du 3 Kilo abgenommen? Warum hast du 3 Kilo zugenommen? Warum hast du deine Haare gefärbt? Warum atmest du? Warum isst du? Warum bist du überhaupt, wie du bist? All das bleibt dir erspart. Sechstens, du kannst flirten, bis der Arzt kommt, auch wenn gerade kein Karneval ist. Du kannst schreiben, wen du willst. Du kannst, auch wenn wir uns gerade nicht treffen sollen, aber du kannst im Grunde genommen daten, wen du willst. Du kannst einfach machen, was du willst. Und musst niemandem Rechenschaft ablegen. Flirten ist doch cool. Siebtens, du kannst die Liebeschip-App Soul Matching ausprobieren. Du musst dich denken, ich würde es aber gerne ausprobieren mit einer Beziehung. Und ja, wir versuchen ja auch zu vermeiden, dass du da in irgendwelche Dreiecke reinrutschst und so. Also ja, du kannst dazu gehören. Dann haben wir achtens. Du kannst One-Night-Stands haben, wo man sich noch Mühe gibt beim Sex. Neuntens, keine elendigen Pärchenabende mit Leuten, die du vielleicht sowieso nicht magst, irgendwie, wo du meinst, du müsstest daran teilnehmen. Zehntens, keine Schwiegereltern. Vor allen Dingen kein Wohnen mit irgendwelchen Schwiegereltern.
Kommt öfter vor in der Paartherapie, als man denkt übrigens. Ist nicht nur ein Mythos. Elftens, besteht keine Gefahr, dass du den Valentinstag verpasst. Es besteht keine Gefahr, dass deine Freundin einen supergeilen Kuchen gebacken hat mit 1000 Herzen, Herzchenluftballons, Liebesbrief und du stehst da wieder letzte Räume. Und das ist furchtbar. Zwölftens, du kannst Knoblauch und Zwiebeln essen. 13. Du kannst deinen Kitesurf-Urlaub machen, du kannst dein Ninja, Nonya, Chin Chang Yong Yoga in Pitchy Putchy Thailand machen und es stört keinen. 14. Keine elendigen Eifersuchtsszenen. Nur weil du mal irgendwo hingeguckt hast, sagt jemand, warum guckst du dem Mann hinterher, warum guckst du der Frau hinterher, warum gibt es überhaupt andere Frauen auf der Erde? Warum gibt es andere Männer auf der Erde? Bleibt dir alles erspart. 15. Keine Männergrippe. Was ist denn Männergrippe? Wer hat das hier reingeschrieben? Noch nie was von gehört. 16. Muss kein Fußball gucken. Ey, was ist das für eine Liste? Ey? Voll geil, Fußball gucken. Ey. 17. Keine Beziehung, gleich keine Trennung, gleich kein elendiger Liebeskummer. Ist das nicht geil? Du kannst einfach dein Leben leben. Du gehst nicht in irgendwelche dreiwöchigen Kurzbeziehungen und musst das 2 Jahre aufarbeiten, weil es so toxisch war. Ist doch großartig. 18. Du musst dir keinen Kopf zerbrechen über komische SMS. Warum taucht plötzlich irgendwie eine seltsame SMS auf dem Partner deines Handys auf und warum steht da irgendwie Kurt drüber oder Ellie 123? Wir wissen es nicht. 19. Du musst keine Kopfschmerzen vortäuschen, um mal deine Ruhe zu haben und keinen Sex haben zu müssen. 7 hours later. 20. Du wirst nicht von einem Wecker geweckt, den du gar nicht gestellt hast. 21. Das liebe ich sehr. Ungeteiltes Leid ist halbes Leid. Du musst dir nicht die ganzen Sob-Stories deines Partners anhören. 22. Alle Zeit für deine Freunde. 23. Du kannst dein Handy nutzen, ohne dass dir jemand irgendwie vorwirft, du wärst handysüchtig oder irgendwie so ein Mist. 24. Keine durchwachten Nächte. Schnarchen. Und 25. Jetzt drehen wir nochmal die Runde und mal im Ernst. Du solltest einfach immer das genießen, was du gerade machst. Weil oft ist es ja so, man ist Single und man denkt, ich will eine Beziehung haben. Und dann bist du in einer Beziehung und dann denkst du, will mal wieder Single sein, 3 Monate. So ist es doch meistens. Also genieß das, was du machst. Manche Sachen kann man gut entwickeln, wenn man Single ist. Manche Sachen kann man gut entwickeln, wenn man in einer Beziehung ist. Und dein Leben sollte überhaupt so fucking nice geil sein, dass du da nicht zu viel drüber nachdenkst. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns heute Abend auf twitch.tv/liebeschip. Keine Angst, wenn ihr noch nicht auf Twitch seid, das ist sehr lustig. Das ist so ähnlich wie YouTube Live. Jetzt kommt hier die Katze. Katze, 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 Katze. Miep, 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 miep. Wenn ich sie jetzt hochnehme, dann rastet sie aus. Das tue ich euch mal nicht an. Also, bis heute Abend. Wir werden uns bald